In diesem Moment befinden wir uns in Italien, zu Hause bei den Menschen Gottes, Apostel Wladimir und Viktoria Muntian. Wir haben Ende Oktober. Das ist die Zeit, in der die Olivenernte beginnt. Und heute erfahren wir, wieso diese Oliven so besonders sind und wie das Salböl hergestellt wird. Kommt mit! Jetzt fangen wir an, die Oliven zu ernten. Buongiorno, carissimi! Come va? Sagt mir bitte, was werdet ihr heute machen? Heute werden wir die Oliven ernten. Klasse! Und sagt mir bitte, wieso zählen diese Oliven zu den Besten? Was macht sie so besonders? In dieser Region findet man die besten Oliven auf der Welt. Die hier geerntet werden, sind sehr wertvoll. Für die Menschen aus dieser Region sind diese Oliven wie Gold. Ich habe gehört, dass diese Region geschützt ist. Ja, weil von hier das beste Olivenöl der Welt kommt. Und wie oft im Jahr erntet man Oliven? Von einem Baum erntet man nur einmal im Jahr. Nur einmal im Jahr? Ja, jedes Jahr muss man die Oliven ernten. Stellt euch das einmal vor. Gott schenkte uns einen Olivenhain, der mehrere Hektar groß ist. Schaut euch mal diese Oliven an. Schaut euch diese Schönheit an. Genau aus diesen Oliven wird das Salböl hergestellt. Das Salböl, für welches Apostel Wladimir gebetet hat. Noch bevor die Oliven herangereift sind. Schaut euch an, wie saftig sie sind. Wie schön sie sind. Im Weiteren werdet ihr sehen, wie man aus diesen Oliven das Salböl herstellt, für welches Apostel Wladimir und Viktoria im Nachhinein noch einmal beten werden. Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir dafür, dass du uns solch einen Olivenhain geschenkt hast, der mehrere Hektar groß ist. Wir danken dir dafür, dass heute ein wunderbarer Tag ist und dass wir die Ernte heute einsammeln können. Liebe Freunde, schaut euch an, welch wunderbaren Olivenhain Gott uns geschenkt hat. Man sieht weder Anfang noch Ende. Dieser Olivenhain befindet sich in einer geschützten Region. Und hier wird das beste Olivenöl in ganz Italien hergestellt. Das erinnert uns an den Garten Gethsemane. Das ist ebenso ein Garten, der voller Olivenbäume ist. Jesus ging durch diesen Garten und betete zu Gott, dem Vater. Dort verbrachte er Zeit mit Gott, und das ist unglaublich. Erstaunlich ist, dass der Garten, in dem Jesus immer gebetet hat, ein Garten voller Olivenbäume war. Und heute erfahren wir, wie man aus diesen Oliven Salböl herstellt. Lasst uns die erste Etappe in der Olivenernte anschauen. Zuerst breitet man solch ein Netz auf dem Boden aus. Interessant ist, dass man das Netz über eine große Fläche ausbreitet und das bis hin zum Baumstamm. Und dann werden die Oliven in diesem Netz aufgefangen, damit keine einzige Olive verloren geht. Thank you.
Hier herrscht eine unglaubliche Atmosphäre, denn jeder Baum und jede Olive ist erfüllt mit der Kraft des Gebets. Apostel Wladimir und Viktoria sind durch diesen Garten gegangen. Und im Gebet haben sie an die Abertausenden von Menschen gedacht, die heute an vielen verschiedenen Problemen leiden. Stellt euch das einmal vor. Es gibt die Krankheiten Krebs, Tuberkulose, HIV. Es gibt seelische Probleme wie Depressionen, Schlafprobleme. Menschen leiden darunter. Es gibt Flüche, die auf Häusern liegen. Und hinter jedem dieser Probleme steckt ein Dämon, ein böser Geist. Und Apostel Wladimir und Viktoria haben hier gebetet und im Geist für jedes Haus gekämpft. Sie haben für jeden Menschen gekämpft, der dieses Salböl in die Hände nehmen wird, sodass sie ihr Wunder und ihre Antwort erleben. Menschen, die mit diesem Salböl ihren Körper salben werden oder den ihrer Nächsten, die Häuser, auf denen Flüche liegen, ob das vererbte Flüche oder auferlegte Flüche sind, werden ihre Heilung erleben. Das ist unglaublich. Alleine schon bei diesem Gedanken kommt eine unglaubliche Gegenwart Gottes. In Italien erntet man nur einmal im Jahr Oliven. Und diese Gabe wird in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Man muss das Wissen haben, wie man das genau macht, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Und all diese Nuancen muss man kennen. Wenn man die Oliven einmal geerntet hat und diese lange stehen, verliert das Olivenöl an Qualität. All diese Nuancen kennen diese professionellen Arbeiter. Sie ernten diese Oliven, aus denen später Salböl hergestellt wird. Und unter uns sage ich euch, dass Apostel Wladimir noch einmal für das fertige Salböl beten wird. Zum Schluss könnt ihr euch genau dieses Salböl zu euch nach Hause bestellen. Mithilfe dieses Werkzeugs kann man die Oliven vom Ast entfernen. Per Druckluft werden die Oliven entfernt. Wir zeigen euch jetzt, wie das aussieht. Nachdem die Oliven mithilfe dieses Werkzeugs, welches wir gerade gesehen haben, in das Netz gefallen sind, werden sie hier gesammelt. Schaut euch mal an, wie viele Oliven das sind. Die Oliven werden in die Fabrik geliefert. Dort entfernt man dann die Blätter und daraufhin wird das Öl herausgepresst. Genau jetzt nehmen wir unsere gesammelte Ernte und fahren in die Fabrik. Ein Olivenbaum lebt im Durchschnitt bis zu 500 Jahren. Doch man sagt auch, dass einige Bäume eine Lebensdauer von bis zu 1500 Jahren haben. Seht euch diese Schönheit an. Das ist das Gebiet, in welchem sich unser Olivenhain befindet. Ihr könnt sehen, dass dieses Gebiet geschützt ist. Gott hat Apostel Wladimir und Viktoria mit diesem Olivenhain gesegnet, sodass wir unser Salböl aus eigens hergestelltem Olivenöl herstellen können. Aus den Oliven, für die die Menschen Gottes gebetet haben.
именно с тех оливок, которые молились Божьи люди. Und hier sind wir auch schon in der Fabrik angekommen, in der das Olivenöl aus den eigenen Oliven gepresst wird. Kommt mit! Ciao Ludovico, come stai? Benissimo, benissimo. Das ist unser Freund Ludovico, der uns dabei hilft, diesen Prozess zu handhaben. Von der Ernte bis hin zum Auspressen des Olivenöls. Ludovico arbeitet schon seit über 10 Jahren in dieser Sphäre. Obwohl er noch so jung ist, hat er viel Ahnung von seinem Beruf. Heute gibt er uns einen kleinen Exkurs durch die Fabrik und erklärt uns alle Prozesse. Dopo vengono pesate e vengono messe qui all'interno. Die Oliven werden hier ausgeladen, auf das Laufband gepackt und nach innen befördert. Dabei wird der erste Schritt ausgeführt. Das Entfernen von allen Blättern. Die Oliven werden von den Blättern getrennt. Und jetzt gehen wir rein und schauen uns den nächsten Schritt an. Una volta che viene entrata, viene portata in questa macchina. Sobald das Produkt drinnen ist und in diese Maschine eingeführt wird, werden die Oliven zu einer Masse verarbeitet. Hier befindet sich eine Faschiermaschine und dann wird die Masse in ein Reservoir gegeben. Ihr seht, dass die Oliven hier zerkleinert und zu einer Paste geformt werden. Damit man die Paste weiterverarbeiten kann, muss sie eine richtige Temperatur erreichen. Dazu wälzt man sie in diesem Behältnis um die 45 Minuten lang. Danach gibt man sie in einen Separator. Dort werden alle festen Bestandteile von den flüssigen getrennt. Dort werden ebenso die Kerne entfernt. Übrig bleibt dann das Öl. Nachdem das Öl dann überprüft und gesäubert wurde, wird es umgefüllt. Von hier kommt die Olivenpaste und wird gereinigt. Und das ist das reine Olivenöl. Wir befinden uns gerade in Italien und hier sind sehr viele Christen. Kannst du uns vielleicht sagen, welche Rolle die Olive im Christentum spielt und was sie symbolisiert? Das war ein Produkt, welches nicht alle sich leisten konnten. Ein hochqualitatives Produkt, ein Zeichen des Wohlstandes, der Gesundheit und des Erfolgs. Die Olive hat vieles symbolisiert. Menschen, die die Ressourcen hatten, sind mit dem ganzen Körper einmal in Olivenöl eingetaucht, das gut für die Gesundheit ist. Das ist ein Produkt, das gut für den Magen und für die Haut ist. Das hat die Menschen ganzheitlich gemacht. Das hat das Olivenöl so wertvoll gemacht. Heute haben wir so viele interessante Fakten erfahren. Wir haben die ganzen Prozesse unter die Lupe genommen und ich sehe, dass der Olivenbaum eine Lebensdauer von 500 bis zu 2000 Jahren haben kann. Und das trotz Wind und Wetter. Er wächst einfach und bringt seine Frucht, welche den Menschen dann hilft.
Und wenn ich auf das Leben von Apostel Wladimir und Viktoria schaue, sehe ich, dass sie dem Olivenbaum ähneln. Trotz allen Umständen gehen sie Jahr für Jahr immer weiter nach vorne. Und ihre Frucht wird vermehrt. Wir sehen beständiges Wachstum. Und sie stehen alle Prüfungen würdig durch. Sie werden gesegnet. Und durch sie erhalten Abertausende von Menschen auf der ganzen Welt ihre Heilung. Abertausende von Menschen werden auf der ganzen Welt durch ihren Dienst gesegnet und geheilt. Liebe Brüder und Schwestern, ich begrüße euch. Wisst ihr, wir haben gute Nachrichten für euch. Unser eigener Olivenhain in Italien hat seine erste Frucht gegeben. Und schon jetzt haben wir fertiges Olivenöl in der Hand. Das ist das Salböl, für welches Viktoria und ich gebetet haben. Wir sind zwischen diesen Olivenbäumen entlang gegangen und haben Gott darum gebeten, dass er die Salbung schon dann auf die Oliven herablässt, als sie noch sehr klein waren. Es ist so schön zu wissen, dass das gesegnetes Salböl ist, schon bevor auch nur eine Olive herangereift ist. Und jetzt haben wir dieses Salböl, für welches ich in diesem Moment beten werde. Ich bete dafür, dass jeder Mensch, der dieses Salböl in die Hand nehmen wird, der sich selbst salben wird, sein Haus, seine Familie, seine Bettwäsche, vielleicht aber auch andere Gegenstände, sein Wunder erleben wird. Das Salböl symbolisiert die Kraft des Heiligen Geistes. Es symbolisiert die echte Salbung. Wisst ihr, im Alten Testament hat man einen ganzen Krug voller Salböl über den Kopf eines Menschen ausgegossen. Heute machen wir das ein wenig anders. Wir haben das Salböl in diese kleinen Fläschchen abgefüllt. Und diese Menge reicht für eine ganze Woche aus. David sagte, Gott salbte mich mit frischem Salböl. Auf keinen Fall darf das Salböl lange stehen bleiben, bis schon ein Geruch hervorkommt. Jetzt lesen wir, was Markus in seinem Evangelium geschrieben hat. Er sagte diese interessanten Worte im 6. Kapitel. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun. Und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Denkt einmal darüber nach, wie wunderbar das ist. Du verstehst einfach, dass die Apostel Kranke mit Öl gesalbt haben. Und durch dieses Öl wurden sie geheilt. Heute hören wir tausende Zeugnisse davon, wie Menschen sich selbst, ihren Mann oder ihr Kind gesalbt haben und dass dadurch Tumore und verschiedene Krankheiten verschwunden sind. Weil das eine biblische Lehre ist. Man nahm verschiedene Gegenstände, wie den Gürtel von Paulus, verschiedene Stoffe. Und das Wichtigste war das Salböl. Ich weiß, dass das heute die Antwort für jemanden ist. Eine wahre Antwort. Wisst ihr, einst hatten wir ein Problem auf der Krim. Wir sind mit einflussreichen Menschen in einen Konflikt geraten. Das war noch zu Zeiten, in denen die Krim noch der Ukraine angehörte. Und wir glauben auch heute noch daran, dass sie immer noch zur Ukraine gehört. Und der regionale Staatsanwalt hat uns verboten, unser Haus in einer geschützten Region zu bauen. Ich habe auf verschiedene Arten und Weisen versucht, dieses Problem zu lösen, doch nichts hat geholfen. Und dann habe ich meine Helferin dorthin geschickt. Sie kam dann dort an und meinte, die Gnade Gottes ist groß. Und er sagte, was sagten Sie da? Ich habe meine Tochter nach Israel, nach Deutschland geschickt und in weitere Länder.
nur damit man sie behandeln könnte. Sie hat einen Tumor auf dem Bein, der immer weiter wächst. Das war ein Tumor, der riesig war und rasant wuchs. Niemand konnte ihr helfen. Kein Arzt konnte ihr helfen. Ich habe sogar schon mehrere Kirchen gebaut. Doch nichts hat geholfen. Meine Helferin meinte dann, ich werde Ihnen ein kleines Tuch mitbringen, für das jemand beten wird, der vom Heiligen Geist gesalbt wurde. Sie werden es dann auf das Bein ihrer Tochter drauflegen und sie wird geheilt werden. Er meinte dann, lassen Sie es uns sehen. Sie nahm sich dann das Tuch und kam zu mir. Ich habe dafür gebetet und sie fuhr dann wieder zu ihm. Sie gab ihm das Tuch, er legte es auf das Bein seiner Tochter und der Tumor hörte auf zu wachsen. All die Symptome dieser Krankheit und das Geschwür sind einfach verschwunden. Danach hat er uns buchstäblich alles erlaubt. Wir durften dort ein Haus bauen, überall auf der Krim ein Unternehmen gründen. Und wenn uns jemand in die Quere kommen würde, sollten wir nur seinen Namen sagen und alles würde sich klären. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir haben gesehen, wie das Salböl gewirkt hat. Und heute haben wir dieses besondere Salböl. Erstaunlich ist, dass wir diesen Olivenhain nicht gesucht haben. Wir haben diese Olivenbäume nicht gesucht. Wir haben einen Ort für das Gebet gesucht. Und dort ist wirklich ein Gebetshaus auf einem Berg. Wir haben diesen Ort gefunden. Doch dann haben wir noch weitere Hektar Land entdeckt, die bedeckt waren von Olivenbäumen. Und dieses Olivenöl gehört mit seiner Qualität zu den besten der Welt. Menschen aus Italien und aus weiteren Ländern salben immer ihre Wunden mit diesem Olivenöl. Selbst diejenigen, die diese Lehre aus der Bibel nicht kennen. Sie geben immer einige Tropfen Öl in ihr Essen hinzu, damit ihr Organismus immer gesund bleibt. Und heute vollbringt Gott Wunder. Ich bete jetzt für dieses Salböl. Und schon am Mittwoch könnt ihr dieses Salböl bestellen. Es ist schon bereit. Wir haben bereits 200 Liter Olivenöl. Das ist ein wahres Wunder, welches Gott uns geschenkt hat, um seine Herrlichkeit und seine Wunder erscheinen zu lassen. Ich bete jetzt im Namen Jesu Christi. Himmlischer Vater, nach deinem Wort, dort steht, sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Genau jetzt bete ich für dieses Salböl, für das Öl, das hier ist und das sich dort befindet. Herr, ich bete für diese hunderte Liter. Ich bitte dich, strecke deine Hand darüber aus, sodass du dieses Salböl segnest, damit Menschen von Krankheiten geheilt werden. Mögen übernatürliche Wunder und übernatürliche Wunderschöpfungen geschehen. Herr, ich bitte dich, brich vererbte Flüche, brich auferlegte Flüche. Gott, ich bitte dich, strecke deine Hand aus und segne dieses Salböl in jeder Familie. Mein Herr, mein Gott, in jedem Stammbaum mögen die vererbten Flüche der Scheidung, der Missverständnisse, der Trennung gebrochen werden. Mein Herr, möge die Familie auf allen Ebenen gesegnet werden. Auf der Ebene der Liebe Agape, deiner göttlichen Liebe. Auf der Ebene der Liebe Philia, der Freundschaft, sodass sie übernatürliches Verständnis füreinander haben. Möge das ein Geschenk von dir sein. Und auch in der Liebe Eros, im Privatleben, möge dein Segen darauf sein, Gott. Du bist der große Gott, der Wunder vollbringt. Erscheine durch dieses Salböl, Gott, in allen Lebensbereichen, in denen ein Mensch Probleme hat. Wir bitten dich heute, Herr, komme mit deinem Geist auf diese hunderte Liter. Komme auf diese hunderte Liter Salböl herab. Herr, komme auf diese hunderte Liter Salböl herab.
die vor deinem Angesicht hergestellt wurden. Herr, wir haben das nicht gesucht, doch du hast uns das gegeben. Wir haben nicht einmal daran gedacht, doch du hast uns das gegeben. Das ist deine Absicht. Deshalb bitten wir dich, Herr, zeige deine Herrlichkeit. Möge deine Herrlichkeit und deine Kraft durch dieses Öl erscheinen. Mögen dadurch Hunderte, Tausende Menschen zu dir kommen, indem sie sehen, dass andere dadurch eine Heilung und ein neues Leben bekommen, indem sie sehen, dass dadurch der Geist der Armut und jeglicher Fluch gebrochen wird. Herr, mögen sie sich fragen, wieso? Und darauf eine Antwort bekommen. Weil das Salböl ist, für welches man gebetet hat. Das ist göttliches Salböl. Und dadurch mögen Menschen den Herrn annehmen. Selbst die, die nichts von Gott hören konnten, mögen sie dich annehmen. Du bist der große Gott. Wir bitten dich jetzt. Segne, Herr, dieses Salböl. Segne es, Herr. Mögen unglaubliche und riesige Wunder geschehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke dir, großer Gott. Wir sind dir dankbar. Wir glauben daran, dass diese hunderte Liter an Salböl von dir gesalbt wurden und Wunder vollbringen. Herr, wir versprechen dir, Zeugnis zu geben. Wir versprechen dir, deinen Namen zu preisen. Wir versprechen dir, Herr, deinen Namen zu erheben. Deinen Namen zu erheben, mein Herr. Und du, großer Gott, vollbringe Wunder. Möge dieses Salböl die Menschen erreichen, die vielleicht nicht überlebt hätten, die nicht am Leben hätten bleiben können. Unheilbare Krankheiten, tödliche Krankheiten, die schlimmsten Flüche des frühzeitigen Todes mögen durch die Berührung dieses Salböls gebrochen werden. Im Namen Jesu Christi mögen alle Scheidungen annulliert werden durch die Berührung mit diesem Salböl im Namen Jesu Christi. Gott, ich bitte dich im Namen Jesu Christi, mögen deine Wunder geschehen. Ich bitte dich. Flüche auf dem Verstand. Ich spüre das gerade und sage, dass diese Flüche jetzt gebrochen werden. Deine Weisheit und dein Segen mögen durch dieses Salböl auf einen kommen. Mögen die Flüche der verlangsamten Entwicklung, der Leichtsinnigkeit gebrochen werden, mein Herr. Möge das Unmögliche heute möglich werden. Gott, du rufst das Nichtseinende, als wäre es da. Herr, die Berührung deines Salböls möge Wunder vollbringen und aus dem Unsichtbaren möge das Sichtbare entstehen. Ich segne dieses Salböl. Ich segne es. Mögen Menschen heute deine Kraft sehen und erleben. Mögen sie die wahre Salbung des großen Gottes erleben, der Himmel und Erde erschaffen hat. Die Gnade Jesu Christi möge sich zeigen. Nicht aufgrund des Verdienten, sondern aufgrund des vergossenen Blutes Jesu. Danke dir, großer Gott. Danke dir. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Meine Lieben, möge der Herr euch segnen. Es beginnt eine neue Ära der wunderbaren Zeit, in der Gott die unglaublichsten Dinge in eurem Leben vollbringt. Schon jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie die Psoriasis, die von Generation zu Generation weitervererbt wurde, verschwindet, wie die Ekzeme verschwinden, wie der Krebs, der vererbt wurde, zerstört wurde. Denn heute beten wir genau dafür. Und die Menschen, die hoffnungslos krank sind, ihr sollt wissen, dass der Heilige Geist über jeglicher Krankheit steht. Er hat den Menschen erschaffen. Deshalb kann er neue Zellen erschaffen. Er kann einen neuen Körper erschaffen. Er kann eure Jugend zurückholen. Er kann deine Jugend wiederherstellen. Er kann deinen Körper verjüngen, sodass dich niemand wiedererkennen kann. Möge Gott euch segnen. Ich segne euch im Namen Jesu Christi. Möge der Herr euch segnen. Dieses Salböl
hat Gott uns wahrhaftig geschenkt. Danke ihm dafür. Halleluja. Amen. 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 Halleluja.